Euer Gebäude wurde ausgebaut. Ja, stimmt, hier ist ja jede Menge Platz eigentlich. Jede Menge Weizen. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. So, da kommt da doch halt ein Lagerhaus. 5 Ritter haben wir schon mal. Das war Nummer 6. Also wie gesagt, Eisen ist jetzt gerade viel weniger das Problem als Gold. Da kommt das Gold ja auch schon übrigens. Also unsere Goldmützen. Na komm, versuchen wir hier die Route auch zu optimieren. So, jetzt baut hier einer die Bauhütte aus. Und zwar nicht der Bauarbeiter, der drin schafft, sondern ein anderer. Ja, die Bauhütte sieht auch recht baufällig aus. Gebäudeausbau fertiggestellt. Wenn wir uns unsere Hauptbauhütte ansehen, na gut, die sieht glaube ich auch nicht gerade viel besser aus. Aber doch, tut sie. So, dann gehen wir nach da oben. Handelsoption ist verfügbar. Ja. Ja, doch, gehen wir auf den direkten Wege da nach oben. Ausbauen. Dich ausbauen. So, jetzt kann auch sie endlich wieder Wolle produzieren, so wie es aussieht. Zwei Reiter, dann haben wir die Quest auch geschafft. Na gut, was fehlt uns dafür noch? Ja, hauptsächlich das Geld. So, ein Reiter noch. Dann können wir zum nächsten Missionsziel übergehen.
Vielleicht zum Beispiel mal das Ding hier befestigen, wäre auch keine schlechte Idee. Ihr habt unsere Heimatstadt erfolgreich gesichert. Wer auch uns angegriffen hat, erscheint endgültig vertrieben. Gehandelt. Und Cutscene. Oh nein, ich schätze, man sollte sich nie zu früh freuen. Die Geister sind zurück. Ja, ihr habt richtig gehört. Es waren Geister, die uns aus unserer Stadt vertrieben haben. Und jetzt sind sie hier, um euch zu holen. Ihr müsst dort abhalten, koste es, was es wolle. Ja, eine Geister-Armee. Kommt aus dieser Gruft. Sieht aber wie etwas aus, das wir schaffen sollten. Ich hätte trotzdem gerne eine Befestigung gehabt. Die Geister habe ich total vergessen. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. So, da kommt mein Belagerungsspezialist. Das war mein letzter Musketier. Sollte ich sofort wieder auffüllen. Da kommt zum Glück das Holz. So, die Geisterarmee zieht sich fürs Erste zurück. Gebäudeausbau fertiggestellt. Gott sei Dank, ihr habt die Geisterarmee besiegt. Einer der Geister hat uns sogar eine großartige Überraschung zurückgelassen. Die verschwundenen Blaupläne für die Kaserne und die Kirche. Jetzt wissen wir wohl, wer sie damals gestohlen hat. Jetzt, da in eurem Königreich bald die Kirchenglocken läuten, solltet ihr nicht zögern und mit der Forschung beginnen. Eure Feinde sind mächtig und wohlhabend und versuchen euch die Technologien vor der Nase wegzuschnappen. Deswegen wird jetzt hier die Kirche errichtet.
werfen wir mal einen Blick auf unsere Verpflegung. Dir könnte ich theoretisch auch Würste abgeben. Und euch beiden Würste. Also ja, bei dem Stoffmacher. Du kriegst auch bessere Verpflegung, da brauchst du schon mal nichts mehr. Habe ich eine Handelsroute, mit der ich Nahrung kaufen könnte? Ich könnte Bier kaufen. Ich könnte Bücher kaufen. Ich könnte... Nein, ich könnte... Werkzeug kaufen. Befestigungsausbau beendet. So, dann auch gleich mal die Verteidigung. Ja, eigentlich hätte ich gerne den hier. Oh, dann liefern wir einfach da Geld hin. Ist ja nicht so schwierig. Was ich noch brauche, ist jetzt eine Papiermühle. Buchbinder übrigens. Wobei, der Buchbinder kann noch ein bisschen warten. Also die Papiermühle erstmal Papier herstellen. Gold, was gibt es noch in diesem Tier? Gold und Holz, okay. Laufen eigentlich alle Schweineproduktionen? Ja, die laufen. Eure Truppen haben einen Außenposten eingenommen. Sehr schön. Nehmen wir doch gerade mal das, was es mehr Nahrung gibt. Am besten sorgen wir hier auch noch mal für mehr Nahrung. So, unsere Kirche sollte jetzt gebaut werden, das ist sehr gut. Euer Königreich wird angegriffen. Okay, was greift da an? Ah ja, diesmal auch noch mit Kanonen. Schmerzhaft werden.
So, die erste Technologie, die ich gerne hätte, wäre eigentlich die da, an die ich nicht rankomme.